Oh, nimm doch das Ding da auf. Ja. Eigentlich würde ich das Gewehr liebend gern benutzen, aber es ist irgendwie zu langsam. Und hab hier Frame Dropped ohne Ende. Oh shit. Da ist noch ein paar Münzchen. Da unten ist noch was. Was ist denn jetzt los? Lara, bleib bei mir. Okay, da komme ich nicht hoch. Gut, gut. Ich muss noch da. Hier sind noch Münzchen. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Kann es sein, dass die Übersetzung etwas scheiße ist? Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee? Oder hat sich das gerade nur so angehört? Ich würde da abhauen. Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Okay. Ding macht ganz schön Wumms, wenn man damit trifft. Aber nur, wenn man damit trifft. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Die Glocke kann ich nicht zum Müll bringen. Da lag irgendwas. Achso, nein. Hallo? Okay. Das Gewehr ist schon geil. So ganz zufällig. Ja. Das Gewehr ist sehr geil. Man muss es nur zu meistern wissen. Ah!
Aua. Wie komme ich jetzt da hoch? Man kann ich hier noch was plündern? Teile sind voll, ja. Da komme ich hoch. Gut. Müssen wir noch einmal zurücklaufen? Voll. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Naja, hier kann aber trotzdem. Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Wieso nicht? Aber. Oh. Frag mich, wie man ich sehe was. Oh. Naja. Zum Glück ist Lara eigentlich immer kalt, deshalb interessiert es sie nicht großartig. Sag jetzt nicht, dass ich da nicht hochkomme. Oder... Okay. Da unten komme ich da hoch. Ja, aber wie komme ich da hoch? Ich muss ja über das Seil da kommen. Ja, das ist schon mal gut, aber ich komme nicht weiter. Mal einer an. Hier komme ich hoch. Nein, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich zwar hoch. Geht auch. Aber ich wollte... Hey! Das ist doch scheiße. So. Hoch mit dir. So. Hier oben bin ich richtig. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Gut. Wie komme ich verdammt nochmal da hoch? Ja, da muss ich... Oh.
Wie einfach das doch ist. Wenn man etwas auf. Da komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich. Immerhin. So. Aha. Nein, das Gewehr bitte. Oh, ich stehe im Feuer. Nicht geil. Das hat geglitzert, das hat aber nichts bedeuten. Hier noch was? Nichts mehr. Cool. Niederreißen. Ja. Machen wir doch, mein Lieber. Sonst passiert noch was. Das muss reichen. Dann mal los. Oh, wie geil. Geschafft. Oh, gut. War nichts mehr, also gehen wir weiter. Aussichtslager kann nicht benutzt werden, während reingehen. Wo seid ihr denn? Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Das Gefühl, dass das Ding schwebt. Ja. Irgendwie schwebt das Ding. Was hier? So. Panzerbrechende Pfeile. Hey! Oh!
Jetzt ist die Shotgun angebracht. Ja? Geht doch. Oh. Hallo? Wie wär's? Ho! Oh. Geht doch. So. Nachladen. Heilen. Ja. Vielleicht lieber... Aua! Gut. Jetzt. Ist hier noch jemand? Geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Ja gut. Wir liegen ja auch hier überall an der langen, alle Nase lang an der Straße, ne? Katapulte sind ja hier ziemlich einfach zu erwerben.